Alter, Alter, was ist hier jetzt los? Alter, jetzt übertreiben sie aber. Komm schon, Leute, 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 Leute. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Jetzt hören wir uns mal an, was die Katze zu sagen hat. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Aha. Gut. Gut, dass wir das jetzt wissen. Also. Und Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es. Das erinnert jetzt schwer an andere Arbeiten, die ich jetzt nicht sagen will. Ne? Es waren finstere Zeiten damals. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Abort ist, das ist ein Scheißhaus. Ne? Ja, so, auf gut Deutsch. Hat er also sehr, sehr schön gesagt. Der, was auch immer das war gerade. Ah, drüben war es ein Stampfer, jetzt ist es ein Fäustling. Stampfer. Whatever. Mal hier gucken, was kann man hier... Zähnchen. Haben wir fast schon genug, um das die Klinge abzugraden. Aber ich würde vielleicht noch ein bisschen warten. Aber auf jeden Fall legen wir hier jetzt mal ein Häschen hin. So. Warum bleibt jetzt die Perspektive so? Das gefällt mir nicht. Ah, okay, die sind deaktiviert jetzt. Oh Gott, wäre ich fast runtergesegelt. Ding. Hier passiert nichts. Kann ich da drauf? Ja. Mal gucken. Man könnte da runter, aber da kommen wir wahrscheinlich nie wieder rauf. Ah, doch, mit dem Hasen. Irgendwie mit dem Hasen. Machen wir zuerst hier auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel übersehe bei diesem Spiel. Weil ich irgendwie in Räume gehe, wo ich noch nicht rein will und dann nicht mehr zurückkomme. Ach, Schleimi einfach versteckt. Ekelschleim. So, ah, da ist wieder so ein Hebel. Ah, Hebel, sag ich. Du weißt schon, was ich meine. Ein Schalter. Darauf. Darüber. Darauf. Nein, nein, ding. Nicht. Nicht, dass es jetzt weggeht. So, und jetzt zum Beispiel bereue ich wieder, dass ich unten nicht lang gegangen bin. Oh Gott. Da drüben ein Häschen. Ein Häschen. Kabum. Ja. So. Schnell. Sterben ist abgeschafft, ja.
Wir meinen es ernst. Was ist jetzt dann gerade wieder runtergefahren? Ah, Gott, nein. Oh, ah, bin ich blöd. Toll, jetzt muss ich wieder zurück. Ja. Genau, Worte zum Essen. So, wie war das jetzt? Darüber, ne? Dann kann ich ja doch noch hier runter. Ah, ein Pilz, sehr gut. Da rein, dann hole ich mir das, was auch immer da drin lauert. Fläschchen oder was? Ja, wieder ein Fläschchen. Und ein paar Zähnchen. Nehmen wir auch mit. Dann geht's wieder hoch. Jump. Boah. Ja. Hier lang. Ja. Oder? Nee. Falsch. Wieder zurück. Ganz falsch. Wir müssten hier drin irgendwo einen Hebel betätigen. Oder halt einen Schalter. So. Damit sind jetzt hier die Zahnräder oben. Ah, rechts wird auch mal die Zeit eingeblendet, wie lange der Hase hält. Fällt mir jetzt das erste Mal auf. Nein, falsch. Ganz falsch. Hase, los. Glaube ich, habe ich es verkackt, weil ich so lange gewartet habe. Oder? Nee, es geht. Ah, schnell durch. Ja. Kämpf gegen die Gerechtigkeit. Arbeit bis zum Unfall. Hab dich doch. Ja, würde ich schon mal sagen, ne? Ja. Mach's Äuglein auf. Sehr schön. Da oben kann man irgendwie durch. Scheint mir plausibler, als da durchzulaufen. Oder man hat da oben irgendwie eine Möglichkeit. Nee, aber da kann ich nicht durchlaufen. Das geht nicht. Oder? Da kann man auch nicht vorbei. Jetzt leckt's wieder. Oh Gott. Oh Gott. Also hier werde ich jetzt oft sterben. Ah, ist doch nicht so schwer. Sagte er und starb. Ja. Hier rauf. Sehr viele, sehr leere Räume. Da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet. Gerade. Aber naja. Bitte jetzt zerquetscht. Hätte ich jetzt testen können, ob es Fallschaden gibt. Aber ja. Habe ich halt wieder nicht gemacht, ne? So, da ist auch so ein Pott. Noch ein Pott. Und ganz viele Stampfies. Oh mein Gott. Vielleicht den Highground. Oh, der scheint deaktiviert zu sein. Aus. Könnt ihr auch zerstampft werden?
Den will ich ja gar nicht. Ich will die da. Nein, 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 nein. Du schießt nicht. War ich zu nah dran an dem Stampfdings. So. Wo ist der nächste? Keine Angst, keine Angst. So. Wunderbar. Was? So. Oh, wow, goldene Zähne gibt der. Sehr, sehr, sehr nice. Das Gestampf hat auch aufgehört. Ach, da oben ist eine Uhr. Okay. Tak, tak, tak. Schleuse, eine Schleuse. Okay. Gut. Ein Dodo. Noch mehr Dodos. Oh, Schweinchen. So, was macht er? Aha. Ein goldenes Fläschchen. Da taucht es einfach nach unten. Nein, 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 nein! Warum? Ah. Was? Dodo-Miserium? Ja, ist jetzt vom Dodo betrieben. Interessant. Da ist ein Hebel, ja. Hebel, ich sage immer Hebel. Schalter. Es ist ein Schalter, verdammt. Oder ein Knopf. Oder eine Uhr halt. Aber es ist kein Hebel. Aha. Bewegt sich das jetzt weiter? Ne, es bleibt so. Gut. So, Jump'n'Run ist mir egal. Da kenne ich mich aus, aber beim Kämpfen, da mangelt es noch stark. So, Häschen, dankeschön. Einmal den Hebel aktiviert. Ah, jetzt ist da auch ein Gebläse. Sehr schön, sehr schön. Kann man... Ah, da ist noch ein Knopf, aber ich glaube, den hatte ich schon mal aktiviert, oder? Piep. Ah, ne, den hat man noch nicht aktiviert. Da wäre ich schon wieder runtergefallen, wenn ich den nicht irgendwie gesehen hätte. Kann ich da rein? Ja. Deck seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice.
als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Aha, gut, das ist also kein Eingang. Ich dachte, man kommt ja irgendwie rein. Nein, Leute, sterbe ich einfach umsonst. Sieht aber verdammt nochmal danach aus, oder? Als wäre das irgendein Geheimlevel. Was meint ihr so dazu? Ich meine, schon verräterisch. Hier, so eine Zunge. Naja, egal. So, Maschinenraum. Wie kriege ich den auf? Ah, Schnuffen. Okay. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Aha. Okay, Mr. Hase, wenn Sie das so sagen. Bumm. Bumm. Kommen wir also nicht drüber. Ich hasse sowas. Mit fixierter Kamera. Kann ich den Dodo irgendwie anhalten? Gar nicht. Aber hier kann ich mit dem Hasen, kann ich hier. Zack. Rüber zu dem Schalter. Dieses Mal ist es ein Hebel und ich sag Schalter, ne? Das ist immer dasselbe mit mir. Ih, da war was drin. Komm, drück. Sowas wie im Bosskampf, ja? Ja komm, den nehmen wir noch mit. Und wenn wir das geschafft haben, dann fangen wir eine neue Folge an. Wie geht's jetzt weiter von hier? Nach unten wahrscheinlich ja nicht, oder? Kapiere ich gerade nicht. Hier so. Dann können wir nochmal aktivieren. Wo kann ich jetzt noch hin? Zahn. Doppelzahn. Das bleibt jetzt deaktiviert. Müllschlucker. Aha, der wird wahrscheinlich in den Müll geschmissen dann, der Hase. Das arme Häschen. Oh, wieder so ein Jump-Run-Ding. Ja! 2D Jump-and-Run. Ja! Wie ging das jetzt? Herrlich, Leute, herrlich. Also, komm runter. Alter, ich kann da nicht hoch. Zack, schneller. Ja. So. Nun? Da gibt es einen Pilz. Wo ist der Pilz? Nee, ist kein Pilz. Ach, schweben heißt es. Okay. Da muss ich durchschweben. Das war zu früh. Warten wir noch einen Zyklus. Wir haben ja Zeit. Ach, da drüben sind wir so Schraubenlibellen. Schraubellen. Ich
kaputt machen. Hasse ich Dinger. Nein, nein! Lass mich doch springen, bitte. Der erste Schraubellennester. Die sind am wichtigsten. Die müssen zuerst weg. Alter, Alter. Was ist hier jetzt los? Alter, jetzt übertreiben sie aber. Komm schon, Leute, 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 Leute. Alter, total planlos. Alter! Nein! Ich will doch nur leben! Oh, jetzt aber. Der da zuerst. Also, ich kann dem nichts tun, oder? Ah, die Kleinen. Aha, okay, okay, ja Leute, ist okay. Was das in Auge? Da, rein, rein, rein. Jetzt seid tot, bitte. Na nun, bleib tot. So. Oh, falscher Knopf, falscher Knopf. Oh, diese Kämpfe immer. Komm schon. Die sind wie bei Dark Souls. Komm, wirf deine Bombe jetzt. Falscher Knopf, nein! Wirf noch eine Bombe, komm. Wirf jetzt. Das. Jetzt aber. So, jetzt kriegen wir den. Alter! Ich schon wieder. Komm her! Ich sag's euch, Leute, ohne den Frenzy Mode wäre ich schon sowas von tot. Eieieiei. Ah, Gott, ach Gott. Also ich sollte echt offscreen ein bisschen kämpfen trainieren. Andererseits will ich ja auch was weiterbringen hier. So, Hebelein. Sagt es ja nicht aufzuhören. Rennt weiter oder ich. So viel hat er nicht mehr. Scheint die letzte Phase zu sein. Alter, das hat mich jetzt richtig was gekostet. An Leben. Ah, da ist ja der Aufzug hier. So. Der Stampfer, komm. Stampf doch. Ich weiß doch, dass du stampfst. Oh mein Gott, hat's wieder geleckt. Hier war safe, oder? Aha, bam. 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 Ich hab 3 Sekunden. Okay. Lauf! Lauf, 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 lauf! Gut. Dann der hier, der kommt auch runter, oder? Ja. Ah, da kann ich mich heilen. Sehr gut, sehr gut. Rein da. Mal heilen. Erstmal heilen.
So. Zähnchen. Hier auch noch ein paar Zähnchen. Ja, was macht der? Ah, der kommt da nicht ganz runter. Aber der schon, theoretisch, ne? So. So, und das war's, oder wie? Letzter Hebel. Nein, halt, das reicht jetzt. Ah, hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch's das gar nicht. Ja, tschüss, Hase. Ah, je, oh je. Ja. Komm ich jetzt dahin, wo der war? Komm ich da jetzt ganz einfach wieder zurück? Ah, falscher Knopf. So. Nee. So. Ja, da geht's zum Hasen, das weiß ich ja. Und nun? Hebel da, ja. Habe ich da was übersehen? Leute? Sehe ich es gerade nicht? Muss ich hier einfach rüber? Ah ja. Okay, okay, okay. Sehr gut. Fantastisch. So. Ja, Leute. Und was passiert, wenn ich mit diesen Hebel interagiere? Das seht ihr in der nächsten Folge. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal oder schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.